Nolan, liebe Gäste und Oksana. Da Oksana nachher noch für uns singen wird, liegt es an mir, euch zu begrüßen und mit euch ein paar Gedanken auszutauschen. Ich freue mich sehr, und Oksana freut sich wahrscheinlich noch mehr als ich, dass ihr heute Abend alle trotz dieses Wetters, dieses schrecklichen Wetters da draußen, hergefunden habt, Dramatisches in der Ukraine. Und das muss man alles miteinander synchronisieren. Hier zu stehen und lachen zu können und sich freuen zu können über die tollen Menschen hier und trotzdem den Gedanken im Herzen zu tragen, was da gerade in der Ukraine passiert. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass wir heute Abend, ich erinnere mich an die Vernissage mit ganz warmem Herzen, dass wir heute genauso einen schönen, warmen, interessanten Austausch haben, wo wir miteinander lachen können, wo wir miteinander Gedanken austauschen können, wo wir uns neue Geschichten erzählen können. Manche kommen gerade aus dem Urlaub und wo einfach ein schöner, eindrucksvoller Abend sein soll, der uns im Gedanken für eure große Unterstützung, aber auch für eure Hilfe. Ich möchte daran erinnern, dass ganz, ganz viele Spenden eingehen bei Oksana, also sei es in Bar, sei es bei Überweisungen, die direkt in die Ukraine bereits geflossen sind und natürlich die über die Einkäufe, die hier getätigt wurden, getätigt werden, natürlich auch 20% direkt in die Ukraine. Aber auch voller Hoffnung. Tschüss.
Jetzt begreife ich, dass ich Botschafterin der Ukrainer hier in Deutschland bin. Also meine Aufgabe ist auch, hier Ukrainer zu präsentieren. Auch meine Kunst ist meine Berührung, Körperlichkeit, Kontakt zu der Natur, zu Kontakt zu sich selbst. Ich war fast am Ende. Das alles kam zusammen, so viele Komplikationen auf einmal. Da bin ich jetzt froh, dass Kunst manifestiert sich, also Frieden und Liebe in dieser Ausstellung.